So, hallo, es geht weiter mit einer Runde Mario Tennis Aces. Und ja, ich hatte ja in der letzten, der ersten Folge kurz den Abenteuermodus angespielt und den Turniermodus gegen CPU kurz gespielt. Ich werde jetzt nochmal in dieser Folge auf jeden Fall den Abenteuermodus spielen und da versuchen noch weiter voranzukommen. Und in einer der nächsten Folgen dann den Online-Modus auf jeden Fall mal spielen. So, hier sehen wir jetzt Piranha Pflanzenwald. Man levelt auch den Charakter. Mario ist auch gelevelt. Waldtrainingsplatz. Was haben wir hier? Piranha Pflanzenbiotop. Machen wir mal hier weiter. Siege die Piranha-Pflanzen und Vorsicht bei Feuerwellen. Okay. Rasche Reflexe. Finger der Zeit. Limits 30 Piranha-Pflanzen. Herausforderung. Schlage die Feuerbälle zurück und trifft die 30 Mal. Okay. Es ist gar nicht mal so ohne hier. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch treffen muss. Was mache ich denn? Der mich gerade nicht so blöd an. Oh Gott, bin ich schlecht. 26 von 30 statt 30. Ich hab. Oh, bin Level 3. Aber gut, ich habe ein bisschen Blade angestellt. Dann müssen wir wohl nochmal ran. So. So, dann machen wir den gleich mal hier.
Und ich denke, das ist sehr schön. Gleich nochmal. 22 von 30. Jetzt sieht es schon viel besser aus. Wir haben uns ein bisschen blöd angestellt. Und das war auch blöd. Noch drei muss ich treffen. Geschafft. Ja gut, die erste Runde war, keine Ahnung. Jetzt war es doch dann ganz locker. Level 4. Lauftempo erhöht, okay. Geschafft. Ja, welchen Weg gehen wir nun? Toll. Uralter Altar. Waldrand. Ach, mal hier lang. Ganz mal, ich finde das hier richtig gruselig. Oh Gott, total gruselig. Was machen wir eigentlich? Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss des Piranha-Pflanzen als. Oh, Bosskampf. Das ist für eine Riesenpflanze. Muss ich den treffen oder was? Ups. Ach, da hätte ich draufziehen müssen oder was? Kann ich nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt. Ich muss das Nussklaub treffen. Ups. Oh fuck. Ich stelle mich echt wie der erste Mensch an hier. Das Teil. Scheiße. Bein gehabt. Fängt er ja auch an, so schwer zu sein. Ups. Ach, fuck, der geht 5 Sekunden weg. Mal aufpassen. Ey. Ach nein.
Ich hab doch Dings gedrückt. Oh, Schwein gehabt, ey. Ich dachte schon wieder, ich ziel nicht richtig. Schwein gehabt, ey. Ich dachte schon, ich hätte jetzt vorbeigezielt, aber passt. Ich hatte auch noch ein Leben, so wie es aussah. Aber geschafft, aber die Bosskämpfe werden bestimmt später noch schwieriger. Aber finde ich eine ganz coole Idee eigentlich, wie sie das so umgesetzt haben, muss ich sagen. Ein bisschen Abwechslung. Schlaghärte. Und das war's jetzt? Mehr bekomme ich jetzt nicht als Belohnung? Den ersten Machtstein erhalten. Achso. Stimmt, dann muss ich die Machtsteine erhalten und dann. Ich weiß gar nicht, wie viel es war, wie viel. Vier muss ich finden. Persönlicher Platz Piranha Pflanzenwald jetzt bei Mehrspieler und im. Ja, cool. Pellerschiff. Machen wir mal auf jeden Fall noch. Oh cool, da ist Platz auf dem Schiff. Ein Piratenschiff. Sozusagen. Sieht eigentlich gar nicht mehr schlecht aus. Ja, bla bla bla. Jetzt gewinnen oder was? Spiele pro Satz 2, Sätze pro Match 3, behalte stets den Mast im Auge und besiege den Koopa. Boah, WTF. Da hab ich das gar nicht. Sehr krass, wenn du dagegen schlägst, wird er dann abgelenkt. Das ist ja geil. Seitenwechsel. Wo es dort ja schon angezeigt war, ich war Blade.
zu lange gewartet, jetzt hat die ganze Energie verloren durch den Scheiß. Ich würde gerne sie sogar verlieren, aber egal. Naja, gut, also noch relativ leichte Partien. Also, den ersten Satz gewonnen. So. So, dann wollen wir noch den zweiten nehmen. Dann fährt er mich rüber mit dem Schiff. Verarscht. Okay, verstehe. Dann schöner. Super Schlag. Super Aufschlag. Nicht schlecht. So, jetzt noch den Aufschlag abnehmen. Ah, schön sieht er. Boah, diesmal habe ich noch dran gedacht. Ja, man könnte auch mal diesen Trickschlag, so einen Zielschlag machen. Fällt mir gerade ein. Ah, oh, verdammt. Hallo? Ja, komm schon, ich stell mich ja wie der erste Mensch an. Wieder, ist doch schlimm. Endlich. Vorteil. Nein! Immer den Zielschlag habe ich zu spät gedrückt. Das ist das Problem. Yes. So, jetzt aber. Komm schon. Jetzt zieht sich das schon hier ewig, wo ich eigentlich locker gewinnen müsste. Sehr schön. Gut, dann leveln wir auf Level 6. Lauftempo etwas erhöht. Ah, jetzt geht's so drüber, interessant. Gegen die Gespenster, okay. Okay. Jetzt muss ich gucken, wo ich als nächstes Spiel links rum. Wieder hier, Schneebergbahnhof oder in das Schloss. Ich denke mal, ich werde hier weitermachen.
Aber das geht dann in der nächsten oder übernächsten Folge weiter. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge erstmal den Online-Modus anspielen und ja, paar Online-Matches machen und mal schauen, wie ich mich da schlage. Wahrscheinlich eher nicht so gut, aber das werden wir dann sehen. Ja, also bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.